Hallo liebe Aktiv- und Sportfreunde, heute geht es um das Thema Stretchen und Dehnen. Was brauche ich dafür und wann mache ich das am besten? Werde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung euch an die Hand geben. Das Schöne ist, man braucht nicht viel. Ich brauche nur eine Yogamatte, die werden wir gleich auslegen. Darauf werden wir dann bequem unsere Übungen machen. Viel wichtiger ist das Wissen, wann mache ich diese Übungen. Und da ist entscheidend, das habe ich jetzt aus meiner Erfahrung gelernt, immer nach sportlicher Belastung. Weil wir wollen nach der sportlichen Belastung unserem Körper wieder was zurückgeben, ein bisschen Elastizität und die Muskulatur wieder ein bisschen lockern. Und da werde ich euch jetzt gleich meine Favorite-Übungen zeigen, die ich so über die Jahre schätzen gelernt habe. Und ich werde euch auch nochmal genau im Detail zeigen, auf was zu achten ist. Und alle weiteren Sachen werdet ihr ja gleich sehen. Habt viel Spaß dabei und wir sehen uns. Wir kommen zur ersten Dehnübung. Dieser dient vor allem der Dehnung der hinteren Oberschenkel sowie der Wadenmuskulatur. Wir führen dabei den Oberkörper und den Kopf zu den Füßen. Es gilt dabei zu achten, die Beine möglichst durchzustrecken. Eine leichte Spannung, vor allem in der hinteren Oberschenkelmuskulatur, sollte sich aufbauen. Diese Spannung beim Beenden langsam wieder lösen. Bei dieser Übung gehen wir in den breitbeinigen Stand und greifen jeweils unsere Fußgelenke mit unseren Händen. Zunächst die eine, dann im Wechsel die andere Seite. Kurzes Innehalten und wieder Wechsel. Dies gilt vor allem der Mobilisierung der Hüftmuskulatur. Wir richten uns nun auf, strecken den Rücken durch und neigen unseren Oberkörper zur einen und im Anschluss zur anderen Seite. Die seitliche Rumpfmuskulatur sollte nun beansprucht werden. Im Rhythmus eures Atems wechselt ihr die Seite und kommt wieder in die Ausgangsposition. Für diese Übung setzen wir uns auf die Matte, ein Bein nach vorne und strecken das andere mit dem Knie zu Boden nach hinten aus. Unseren Oberkörper strecken wir gerade durch. Wir bilden eine Linie vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Optional kann das Knie nun noch angehoben werden. Wir wollen mit dieser Übung eine Dehnung in der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur erreichen. Eine klassische Dehnübung. Im Einbeinstand winkeln wir ein Bein an und achten darauf, dass wir die Hüfte auch wirklich nach vorne drücken. So können wir eine ideale Streckung im Hüftbeuger erzielen. Wir wollen hierbei nämlich die vordere Oberschenkelmuskulatur dehnen. Im Wechsel natürlich die andere Seite. Wieder die Hüfte ausstrecken. Wer es einbeinig nicht schafft, hält sich einfach irgendwo fest. Dies dient der Stabilisierung und man kann sich voll und ganz auf die Dehnung konzentrieren. Wir richten ein Bein nach vorne, das andere parallel dazu nach hinten aus. Nun wollen wir unsere Wadenmuskulatur dehnen. Die Hüfte wird dabei nach vorne gestreckt und wichtig ist dabei, den kompletten Fuß auf dem Boden zu behalten. Eine leichte Spannung in der Waden-Achillessehne sollte sich aufbauen und der Oberkörper schön aufrecht. Für diese Übung gehen wir wieder auf die Matte. Ich nenne sie gerne den Schmetterling. Man erkennt warum. Hier wollen wir unsere Adduktoren und innere Oberschenkelmuskulatur sowie die Hüfte nochmal richtig mobilisieren. Wer möchte, kann auch gern seine Ellenbogen benutzen und die Beine noch zusätzlich zu Boden drücken. Achtet nur darauf, möglichst einen geraden Rücken beizubehalten.